Ökologischer Jagdverband Musterrevier Rommersberg. Es gibt zu diesem Musterrevier Rommersberg des Ökologischen Jagdverbandes zwei weitere Informationsseiten, die ich Ihnen empfehlen kann. Das eine ist die Informationsseite des Ökologischen Jagdverbands selber. Da sehen Sie hier ein Screenshot. Dort finden Sie alle wesentlichen Informationen zu diesem Musterrevier, was da in der Vergangenheit passiert ist und wie das jetzt da aussieht. Und Sie finden meine eigene Webseite, das ist die zweite Informationsquelle, die ich Ihnen empfehle. Dort finden Sie ganz viele aktuelle Fotos, viele davon hochauflösend, wo man sich ganz genau reinzoomen kann in die Fotos und sich das genau anschauen kann. Und Sie finden zwei Interviews. Das eine Interview habe ich geführt am Telefon mit Dr. Piest. Dr. Piest ist der Betriebsleiter des Eigentümers und Eigentümer sind die Gräflich von Speeschen Forstbetriebe. Ein komplizierter Name, Gräflich von Speesche Forstbetriebe. Und Dr. Piest ist da Betriebsleiter und der hat mir am Telefon sehr genau erklärt, was da in der Vergangenheit passiert ist und was da noch vorgesehen ist und warum man die Jagd dem Ökologischen Jagdverband überantwortet hat. Das zweite Interview am Telefon habe ich geführt mit Frank Christian Heute. Frank Christian Heute ist Vorsitzender des Ökologischen Jagdverbands von Nordrhein-Westfalen und er ist nicht nur dessen Vorsitzender, er ist auch ein Experte für Landschaftsökologie, ein schwieriger Name, Landschaftsökologie. Also er kennt sich mit Wäldern bestens aus und natürlich auch mit der Jagd in diesen Wäldern. Also zwei Interviews auf meiner Webseite, einmal zu Dr. Piest und einmal mit Frank Christian Heute. Das Revier Rommersberg liegt nördlich von Engelskirchen. Das ist eine kleine Stadt im Bergischen Land. Und das Bergische Land, das ist im Südosten von Nordrhein-Westfalen. Das Revier Rommersberg ist ca. 250 Hektar groß. Im Osten wird es von der Remshagener Straße begrenzt, im Westen von der Horpebachstraße, im Süden von Engelskirchen und im Norden vom Entsorgungszentrum Leppe. Sie sehen hier in der Karte zwei Markierungen. Einmal stehe ich bei dem roten X und filme in das Revier hinein. Ich stehe also oberhalb von dieser Horpebachstraße, ganz im Westen des Reviers. Und einmal stehe ich, wenn Sie so wollen, mittendrin, mitten im Revier, bei dem blauen X und filme da. Ich stehe jetzt hier, wo eben in der Karte das rote X war, also oberhalb der Horpebachstraße und schaue auf diesen großen Kahlschlag gegenüber im Revier Rommersberg. Die Fichten, die hier mal standen, sind im Jahr 2018, 19, 20, 21 alle abgeräumt worden nach dem Sturm Friederike. Der Borkenkäfer hat riesige Schäden angerichtet und die Fichten wurden dann abgeräumt, geerntet und verkauft. ...2021, als der Ökologische Jagdverband hier die Jagd übernommen hat, hat man erstmal den Ist-Zustand ermittelt. Man hat eine Fläche sich rausgesucht und dort hat man alle Bäume gezählt, die man dort finden konnte. Und man sieht hier an dieser Tabelle, es waren viele Fichten, viele Ebereschen, Buchen, ganz wenige Eichen, noch viel weniger Kirsche, Hainbuche, Birke, Saalweide. Die musste man also schon mit der Lupe suchen. Und was noch schlimmer ist, vieles davon war verbissen. Man sieht, bei der Eberesche waren 80% verbissen, bei der Buche 75%, bei der Eiche 69% und bei der Hainbuche und der Birke, da war alles verbissen.
Und das ist natürlich nicht so schön. Man sieht das hier unten auch nochmal in dem Säulendiagramm. Braun heißt verbissen und der grüne Anteil, der ist nicht verbissen. Also nicht verbissen geht gerade mal die Fichte. Eberesche, Buche, Eiche und so weiter geht gar nicht. Da fressen die Rehe alles weg. 2023 hat man genau dasselbe nochmal gemacht, also wieder eine Probenfläche rausgesucht und alle Bäume gezählt, die dort vorhanden waren. Es waren jetzt viel mehr Baumarten: Eiche, Fichte, Birke, Salweide, Weide, Aspe, Eberesche, Weißtanne, Hainbuche, Buche, Esche, Kirsche, Kiefer, Lärche, Roteiche, also viel mehr Arten als vorher. Und was auch viel besser war, es war viel weniger verbissen. Also gerade mal bei der Eberesche gab es noch 12% Verbiss, bei der Hainbuche 33%, aber sonst war der Verbiss fast immer deutlich unter 10%, manchmal sogar gar nichts war verbissen. Das ist also ein großer Erfolg der Jagd. Man sieht das unten auch nochmal im Säulendiagramm. Grün ist wieder nicht verbissen, braun ist verbissen, also der braune Balkenanteil ist jetzt vernachlässigbar gering und es sind viel, viel mehr Arten jetzt auf der Fläche zu finden, weil die Rehe viel weniger geworden sind und die wenigen Rehe nicht mehr die Chance haben, die Verjüngung, die aufkommende Verjüngung kaputt zu beißen. So, jetzt bin ich also mitten auf der geräumten Kalamitätsfläche, dort wo eben in der Karte das blaue X ist. Die Kamera zoomt langsam runter auf die Horbebachstraße. Gleich wird man einen Hochsitz sehen. Also da wird ordentlich gejagt und die Rehe werden dezimiert, dass die Naturverjüngung aufwachsen kann. Was man jetzt sehen kann, sind vor allen Dingen Birken. Birken wachsen recht schnell. Die sind dann einige sogar schon brusthoch, schön buschig, schön dick. Und dann sieht man sie. Hier vorne eine Salweide, da können Sie sehen, die ist so eine dünne Pirre. Wenn die jetzt etwas weiter wegwachsen würde, dann wird man sie gar nicht sehen, weil es wird von der Birke wahrscheinlich verdeckt sein. Und mit anderen Baumarten ist das ganz genauso. Eichen zum Beispiel sind nach 2, 3 Jahren nur 30 Zentimeter hoch. Das ist wirklich nicht viel. Und dann werden sie von den Birken oder Kräutern und Sträuchern werden sie verdeckt und dann sieht man sie nicht und ist ganz enttäuscht. Ja, wo sind denn die Eichen? Die sind da, aber man müsste sehr, sehr genau hingucken. Sehr, sehr genau hingucken. Und so geht das mit den vielen anderen Baumarten auch. Die sind halt klein, werden von den Birken verdeckt oder von den Kräutern und Sträuchern, die da auch wachsen, Gott sei Dank auch wachsen und nicht verbissen werden, denn auch Kräuter sind wichtig für den Waldboden und für ein gutes Klima. Also die vielen, vielen Baumarten, die da wachsen, die sind da, aber man müsste jetzt in die Fläche reingehen und ganz genau gucken. Was man sehen kann hier zum Beispiel, das ist das Weidenröschen, das fruchtet hier gerade und dann sieht man also diese weißen Früchte, die dann auch vom Wind verweht werden, überall hin. Das Weidenröschen ist ein Top-Indikator für eine gelungene Jagd, weil die Rehe sonst die Weidenröschen mit Vorliebe fressen und man sie auf Flächen mit viel Wild überhaupt nicht sieht. Also, man wird hier in den nächsten Jahren wiederkommen müssen und sich mal anschauen, wie das dann aussieht, wenn die Bäume, die vielen, vielen Bäume, die hier wachsen und die verschiedenen Baumarten, wenn die hochgewachsen sind. Man kann also diese Flächen nicht vergleichen mit Kyrillflächen. Kyrill war 2007, das ist viel früher gewesen, die hatten viel mehr Zeit. Jetzt hatten sie hier gerade mal 2, 3 Jahre Zeit. Also man braucht hier auch ein bisschen Geduld.